Willkommen zum neuen Video. Diesmal ein Pin-Up. Ich habe jetzt die erste Abdeckschablone genommen, um zu wissen, wo ich weiß vorlegen muss. Das heißt also, dass man das jetzt, wie man sehen kann, ein Pin-Up mit Netzbody und Netzstrümpfen. Extrem detailliert, sind über 4000 Vektorpunkte, das heißt also 4000 Details in diesem kleinen Bild. Und ist jetzt mein aufwendigstes Pin-Up und habe sowas weltweit noch nicht gesehen, dass da so viel Details zu finden sind. Also als Basis opak schwarz, opak weiß. In dem Fall nehme ich jetzt opak schwarz. Man kann, wenn einem die Schablonen zu sehr flattern, natürlich einen leichten Sprühkleber hinter die Schablone setzen. Und dann aber ein bisschen aufpassen, dass der Maluntergrund auch trocken genug ist, wenn man das macht. Und wenn man natürlich andersfarbige Strümpfe und Body haben will, kann man natürlich da auch in dieser Stufe eine andere Farbe nehmen. So, jetzt wechsle ich auf das Opak Weiß über. Und jetzt kommen die erstaunlichen Details. Das heißt, von den 4000 Teilen sind vielleicht 2500 hier in dieser Schablone. Aber dafür hat man dann halt innerhalb von ein paar Sekunden perfekte Strümpfe und Details, die ihresgleichen suchen. So, und jetzt, wie bei meinen Videos üblich, kann man jetzt fortführen mit den zwei Grauschablonen. Wenn man das Bild schwarz-weiß halten will, dann einfach zweimal das Grau nehmen, einmal ein bisschen dunkler, einmal ein bisschen heller. In dem Fall mache ich das Ganze jetzt ein farbiges Pin-Up und darum nutze ich jetzt ein Violett oder ein Purple und kombiniere das mit Magenta, um wirklich ein leicht dunkleres Rosa zu bekommen für die erste Schattenregion. Und Schwarz nutze ich auch noch, um Sachen dunkler zu machen, die ein bisschen hervorstechen sollen in dem Bild. So, in der Schablone nutze ich dann nur dieses Magenta. Okay, ein bisschen leicht Graut unter noch. Und als nächsten Schritt, das nutze ich dann Freiheit über der Schablone, habe ich ein helles, selbstgemischtes Braun. Das besteht aus ca. 90% Gelb und die restlichen 10% sind ein Violett oder halt Magenta und ein ganz wenig Blau. So, was jetzt passiert ist, jetzt wenn das Hellbraun und die Rosatöne aufeinandertreffen, dass leichte Brauntöne entstehen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man dieses Rosa und Violett benutzt, dass man nicht zu dunkel wird. Weil in dem Fall, wie gesagt, gehe ich jetzt nochmal mit dem Magenta leicht rüber und wiederhole das mit dem Hellbraun. Wenn man einmal zu dunkel ist, sieht das halt sehr unnatürlich aus. So Sonnenbrandbäume. Das ist jetzt die Schablone für Augen, Mund und Haarfarbe. Auch da ist wieder jede Haarfarbe möglich. In dem Fall nutze ich
Rot und wieder das Magenta, um so ein bisschen künstliche Rottönung zu erzeugen in der Haarfarbe. Und dann sticht das schön hervor. So, zum Abschluss gibt es dann nochmals zwei Weißschablonen. Das ist einmal die Schablone mit wenig Deckkraft. Das heißt also, da sollte nicht volles Weiß genutzt werden. Wobei natürlich immer lieber ein bisschen leichter anfangen. Man kann halt immer wieder die Schablone nochmal auflegen und Sachen heller machen, die einem zu dunkel erscheinen. So, das heißt, hier sind jetzt so leichte Highlights gelegt. Und jetzt kommen die Highlights, die mit vollem Weiß gespürt werden. Die habe ich jetzt in die Abdeckschablone integriert. Das heißt, solange man diese Abdeckschablone, die sich an der ersten schwarz richtet, positioniert, trifft man halt alle Highlights hundertprozentig. Das heißt also, solche Sachen wie Sachen in den Augen oder in den Zähnen sitzen halt. Und da besteht halt fast keine Möglichkeit, das so zu machen, dass es nicht passen würde. Ja, wie man sieht, hat man wirklich ein perfektes Ergebnis. So, für den Hintergrund nehme ich jetzt halt ein helles Blau. Was man schön sehen kann, ist bei den transparenten Farben, was alles außer Schwarz und Weiß ist, was ich genutzt habe. Je mehr Weiß da ist, desto leuchtender und heller ist die Farbe. Und je weiter man außen zum Beispiel kommt, in dem Bereich, wo es weniger weiß ist, hat man automatisch dann ein dunkleres Blau. So, jetzt hat man halt knapp 7 Minuten perfektes Pin-up. Mit unglaublichen Details. Und sowas sollte in keiner Sammlung fehlen. So, wie gesagt, man kann halt jederzeit immer noch, wenn einem Sachen nicht gefallen, wie gesagt, immer die Schablone wieder aufsetzen und Sachen nachbearbeiten. In dem Falle verstärke ich ein bisschen die Highlights in der, sagen wir mal, Fleischregion, also und nutze nochmal opakes Schwarz für den Schatten, damit nicht so aussieht, als wenn er in der Luft schwebt. Gut, das war das Bild. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ansonsten bis nächste Mal. Danke.